Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, heute machen wir wieder mal die Wunschlieferungen, denn es ist wieder mal eine neue Woche und wir können wieder Wunschlieferungen abgeben. So, und zwar für Kaishir, da habe ich schon mal die schillernden Pyroxen gesammelt und die geben wir einfach mal ab, die von letzter Woche. So. Und wieder muss ich dir von Herzen danken, Theo. Das Kostüm in dir wirklich. Das Kostüm ist dir wirklich mehr als gelungen. Und ich habe die perfekte Stimme für den Bienenstock gefunden. Gut, dann gucken wir doch mal, wer das ist. Das Bienenkostüm strahlt und blitzt in vollem Glanz. Ausgezeichnete Arbeit, Theo. Eine ganz wunderbare Sängerin habe ich gefunden. Bostazier hat sich ihre angenommen und sie proben gerade gemeinsam, damit auch alles perfekt sitzt. Immerhin brauchen wir das Einverständnis des Direktors, sie auch auftreten zu lassen. Da fällt mir ein, sie wollte ja mit uns sprechen. Oh nein, es ist nichts Kritisches, keine Sorge. Sie ist ein wahres Bühnengenie, weißt du? Ich glaube, sie will uns einfach nur auf den Laufenden halten. Also lassen wir sie nicht weiter warten. Gut, wir bekommen Materie und was zu futtern. So, wir sind wieder im Rang aufgestiegen. Das fleißigste Bienchen 4. So. So, ich glaube, du musst jetzt hier mit uns sprechen. Es geht wohl um das Lied. Also. Luftschiff-Utopien. Okay. Ah, der Mann vom Fach. Danke, dass du gekommen bist. Du hast etwas mit uns dreien zu besprechen, sagtest du. Ist mit unseren Sängerinnen denn alles soweit in Ordnung? Das kannst du aber laut sagen. Hier, pass mal auf. Kaishir hat diese bezaubernde Dran-Sängerin engagiert. Viel Zeit zum Üben hatten wir nicht, aber der Herr Direktor war ganz hin und weg. Ganz ehrlich, nicht einmal ich habe damit gerechnet, dass alles so gut laufen würde. Verstehe, dann muss ihr Talent ja wirklich herausragend sein. Und sie scheint dein Geschick bei der Talentsuche ja auch wertzuschätzen, Kaishir. Wie kommst du denn da drauf? Ich und Geschick? Oh nein, 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 nein. Sie ist die Talentierte, nicht ich. Und Theo hat das Kostüm. Das Kostüm ist wirklich wunderschön. Es kommt mir wie ein Traum vor, darin auf so einer prachtvollen Bühne singen zu dürfen. Aber es ist wahr, diesen Traum hast du mir verwirklicht. Weißt du, ich werde mein ganzes Herz, meinen ganzen Dank in meinen Gesang legen, um der Gäste willen. Und für dich, Kaishir. Na, Blauöhrchen, da hast du dich ja wirklich ins Zeug gelegt, hm? Bestimmt begeistert ihr Eifer Gäste von überall her. Selbst die anspruchsvollen Zwerge. Aber auf diesen Lorbeeren dürfen wir uns nicht ausruhen. Wir haben noch längst nicht genug Gäste in den Bienenstock gelockt. Du willst noch mehr Gäste? Wir haben doch selbst die Zwerge schon davon überzeugt, die Leiter hinabzusteigen und uns einen Besuch abzustatten. Ganz Clusia tummelt sich inzwischen in unserem Etablissement. Wo er recht hat, hat er recht. Jenseits unserer Insel zu werben, klingt fürchterlich aufwendig. Deswegen würde ich mir gerne deinen Rat einholen, Theo. Kann ich dich gleich auf ein Wort ausborgen? Ich danke dir. Also dann. Ah,
Ah, und sie singt schon fleißig. Danke, dass du meinem spontanen Hilferuf gefolgt bist. Das Problem liegt auf der Hand. Wir brauchen mehr Gäste. Aber wie Alfred und Bostezier schon sagten, haben wir bereits ganz Kolusia beworben. Fast bis hoch zum Gulk. Deswegen ist es wohl an der Zeit, über die Insel hinauszublicken. Aber selbst wenn wir es nach Crystarium schaffen und dort kräftig die Werbetrommel rühren, wie sollen die Leute denn über den Ozean nach Yulmo kommen? Sicher, für Händler und Reisende ist das kein Problem. Aber was ist mit den ganz normalen Bewohnern Crystariums? Sie will ich in den Bienenstock bringen. Wie? Das weiß ich allerdings noch nicht so recht. Solltest du dich auf die Amarus verlassen oder wie wär's mit Luftschiffen? Stimmt, die gibt es hier eigentlich. Luftschiffe. Hatte ich also doch den richtigen Riecher. An die habe ich nämlich auch schon gedacht. Allerdings stehen wir auch da vor einigen Problemen. Vor der Lichtflug gab es Linienluftschiffe zwischen allen großen Städten, aber die Gefahr durch fliegende Sündenvertilger hat jeglichen zivilen Luftverkehr zum Erliegen gebracht. Deswegen habe ich bei Shainus den Antrag gestellt, ob man solche Linienluftschiffe nicht wieder einsetzen könnte, zwischen Yulmor und Crystarium. Und tatsächlich hat mich Yulmors neuer Regent auch gleich zu einer Besprechung zu genau diesem Vorschlag eingeladen. Würdest du mich begleiten? Da fällt mir mein Fels vom Herzen, Theo. Wir sollen mit Colden sprechen, dem neuen Kommandanten von Yulmors Armee. Er ist wohl unser erster Ansprechpartner in der Sache. Lassen wir ihn nicht länger warten. Gut, der ist wo? Ah, unten im Stamm. Ich glaube, das ist der Grundpfeiler der Ordnung. Ja, da sind wir richtig. Kann man was für euch tun? Oh, wir haben einen Termin für eine Unterredung mit Chalnus. Ah, die Luftschiffe. Dann weiß ich Bescheid. Wir haben für diese Sache sogar schon einen Gutachten vollzogen. Chalnus wird gleich hier sein. Bitte geduldet euch noch einen Moment. Ah, Kaishir, ich grüße dich. Hast du lange gewartet? Warum bist du denn auch hier? Du liebe Güte, ich habe ja gehört, dass Kaishir einen fabelhaften Mitarbeiter gefunden hat, um dem Bienenstock zu helfen. Aber dass du das bist? Werter Chalnus, eigentlich sind wir wegen der Luftschiffe hier. Richtig, richtig. Die Luftschiffe. Tatsächlich habe ich die Verhandlungen mit Crystarium bereits aufgenommen. Wie du selbst vorgeschlagen hast, haben wir ihnen eine Verkehrslinie zwischen unseren beiden Städten angeboten. Ich freue mich zu berichten, dass die Idee sehr enthusiastisch angenommen wurde. Wirklich? Das ist ja großartig. Allerdings müssen wir vielleicht noch einige Probleme aus der Welt schaffen, bevor der Traum von den Linienluftschiffen in die Realität umgesetzt werden kann. Colton, könntest du die Ergebnisse des Gutachtens seitens der Armee mit uns teilen? Jawohl, die Prüfung hat ergeben, dass unsere militärischen Luftschiffe durchaus für den zivilen Linieneinsatz geeignet sind, was die Leistung und den Platz betrifft. Allerdings mangelt es an diesen an anderen Stellen. Besonders fehlt es an Sitzplätzen und Komfort. Man müsste sie wohl neu ausstatten und ein doch sehr arbeitsintensives Unterfangen. Wir haben alle nötigen Arbeiten niedergeschrieben und feststellen müssen, dass unser Heer ein solch umfassenden Auftrag nicht allein stemmen kann. Wenn wir keine Unterstützung durch zivile Handwerker erhalten, wird der Umbau der Schiffe sehr langwierig werden. Das hatte ich befürchtet. Nun, somit ist es offiziell. Unglücklicherweise können wir auch nicht genügend Handwerker von anderen Projekten abziehen, um mit diesem Unterfangen zu helfen. Es tut mir leid, aber ich kann momentan nicht garantieren, dass deine Idee umsetzbar ist. Überlass das bitte mir, Chalnus. Ich werde gleich loslaufen und fähige Leute zusammentrommeln. Oho, hast du wohl schon jemanden im Sinn? Nun ja, man könnte zumindest bei den Vermont-Werft einmal nachfragen, bei den Schiffbauern. Ob ein Schiff nun segelt oder fliegt, ihr handwerkliches Können und Fachwissen ist für unser Vorhaben sicherlich viel wert.
und ich bin mir sicher, dass sie sich über einen großen Auftrag wie diesen freuen werden. Da könntest du durchaus recht haben. Gar nicht schlecht, Kajir. Dein plötzlicher Scharfsinn macht mir beinahe Angst. Bestimmt unterstützt uns Theo auch aus Leibeskräften. Bald schon gleitet ein Linienluftschiff durch den Himmel gegen Kristallium. Ich bin mir sicher. Mit Leibeskräften? Bist du doch mehr als Kajirs rechte Hand? Mein Geschick kann ich ihm noch nicht vorenthalten, oder Kajir, warum beantwortest du das nicht für mich? Ja, unser Geschick, die sind so toll. Was? Materialbeschaffung? Davon höre ich ja zum ersten Mal. Über deine kämpferische Fähigkeiten war ich ja im Bilde. Selbst General Ranjit konnte dir nicht das Wasser reichen. Aber jetzt sollst du auch noch ein fingerfertiges Multitalent sein? Es ist kaum zu glauben. Du steckst wirklich voller Überraschungen. In dem Fall könntest du es dir wohl vorstellen, einen Exklusivvertrag mit den neuen Daedalus-Steinhauerei zu unterzeichnen? Halt! Chainlos bitte! Theo ist mein Ass im Ärmel. Ihr mögt ja der Regent sein, aber so unter der Nase wegschnappen lasse ich ihn mir nicht. Du liebe Güte, wo kommt denn dieses Feuer plötzlich her? Deine beste Arbeitskraft mit solchen Eifer vor der Abwerbung zu verteidigen, aus dir ist eher ein knallharter Geschäftsmann geworden, Kajir. Also gut, dann eben kein Exklusivvertrag. Theo bleibt dir erhalten, Kajir. Golden ist dein Ansprechpartner für die Neuausstattung der Luftschiffe. Er hat alle Pläne und Blaupausen. In diesen Dokumenten stehen alle Details zu den anfallenden Arbeiten. Wenn ihr euch um die benötigten Einzelteile kümmert, kann das Heer die eigentliche Neuausstattung übernehmen. Und ich werde unterdessen meinen Teil des Vorhabens erledigen und mich um die Diplomatie und Bürokratie kümmern, die mit regelmäßigen Linienflügen einhergeht. Und ich verspreche dir gute Neuigkeiten meinerseits, junger Unternehmensfreund. Verstanden, ich danke euch vielmals. Und du? Du bist viel mehr, als du vorgibst zu sein, Theo, nicht wahr? In jedem Fall will ich mich bedanken und freue mich auf gute Zusammenarbeit. Und jetzt entschuldigt mich bitte. Das lief ja wie im Schnürchen. Komm, Theo, lass uns in den Bienenstock zurückkehren und über die nächsten Schritte nachdenken. Gut, dann zurück zum Bienenstock. Okay, die singt jetzt immer. Gut. Als erstes will ich mich natürlich nochmal ordentlich dafür bedanken, dass du mich zu dem Treffen mit Chainlos begleitet hast. Allein wären mir die Nerven doch zu sehr geflattert. Und jetzt zu den Luftschiffen. Ich habe mir den Bericht des Heers angesehen und wir brauchen wirklich allerlei Materialien für die verschiedensten Teile. Stahl, Holz, Segeltuch und Schmieröl sind ja selbstverständlich. Aber da stehen auch Dinge wie Polster und Bezüge für die Sitze. Ich habe mit den Schiffbauern der Wurmwerft gesprochen und sie haben zugestimmt, uns bei der Materialbeschaffung zu helfen. Allerdings werden sie ihrerseits auf Unterstützung angewiesen sein für alles, was außerhalb ihrer Kompetenz liegt. Theo, ich darf doch auf dich zählen, oder? Wusste ich's doch. Vielen, vielen Dank. Wenn du uns hilfst, mache ich mich um unsere Luftschiffe keinerlei Sorgen mehr. Gut, was zu futtern? Davon haben wir genug. Als nächstes brauchen wir... Ah, Theo, die Neuausstattung der Luftschiffe liegt in deinen fähigen Händen. Gut, wir brauchen jetzt Luftschiff-Innenraumbauteil. Am besten mit Wert 500, und zwar 3 Stück. So, wo finden wir das denn?
Ah, da haben wir es ja. Ruhestadt vor der langen Reise. So. Moment. Ich spüre das gesuchte Hochwild nordwestlich von mir. Ach, schau mal an. Gut. Wenn wir schon gerade mal da sind. Und der wöchentliche B-Rang ja gerade hier da steht. Nehmen wir den doch einfach mal kurz mit. So, erledigt. Gut, und wir müssen jetzt unser Zeugs hier finden. Mal gucken, vielleicht ist es ja hier. Ja, da haben wir es ja schon. So, den Wert 500 brauchen wir. Oh, perfekt. So, zwei. Gut. Na, warten wir noch ganz kurz. Bis wir die 400 Punkte haben, dann könnte das klappen. So. Wunderbar. Gut, dann zurück nach Julmoor. So. Bitteschön. Das sind doch genau die Teile, die uns noch gefehlt haben. Damit können wir endlich den Innenraum des Luftschiffe angehen. So, ja, das ist wunderbar, das Zeugs. So, bitteschön. Auch dieses Mal danke ich dir von Herzen für die vielen Lieferungen. Die ganze Werbung zeigt Wirkung. Wir dürfen den Bienenstock massenweise neue Gäste begrüßen. Auf unser Unterfangen. Aber unser Unterfangen ist noch lange nicht zu Ende, nicht wahr? Gut, das wäre erledigt. Dann geht's jetzt zu unserem nächsten Wunschlieferungsauftrag. Da müssen wir zurück nach Ishgard. So, und ab zur Himmelstadt. So, dann einmal vor zu unserem
kleinen Drachen. Da bist du ja, Theo. Unser Bedarf an Werkzeug nimmt stetig zu. Ich hoffe, du kannst uns dabei helfen. Ja, bitteschön. So, dann einmal die Materialien für Werkzeug. Ah, endlich haben wir alles, was wir brauchen, um Werkzeuge herzustellen, die selbst die beste Küche Ishgards würdig wäre. Ich muss sofort Avid Bescheid geben. Mein Magen grummelt allein bei dem Gedanken daran, was wir uns mit diesen Werkzeugen zaubern könnten. Du hast hart gearbeitet, nicht wahr, Großalt? Dank all der Zeit, die dein Fleiß uns gespart hat, konnte ich inzwischen die Werkzeuge herstellen, die wir für unseren nächsten Schritt benötigen. Das Kochen. Nimm sie an dich, Eltu. Eine kleine Pfanne. Und ein Beil. Vielen Dank, Avid. Und, stehen Sie mir? Ich muss sagen, derart ausgestattet würdest du auch im Bismarck eine gute Figur abgeben. Du verfügst nun über die zwei wichtigsten Werkzeuge eines jeden Kochs. Ein zuverlässiges Fleischerbeil und eine solide Pfanne. Nutze beides vollends aus und es wird nicht viel geben, was du nicht erreichen kannst. Selbstverständlich benötigst du auch Gewürze und unzählige andere kleine Utensilien. Oh, und ein Feuer natürlich. Auf jeden Fall habe ich alles für dich arrangiert. Also schau dich gut um und präge dir alles ein. Endlich kommen wir zum Kochen. Schon seit vielen Monaten plane ich in meinem Kopf das Festmahl, das ich für die anderen Drachen zubereiten werde. So etwas werden sie noch nie gekostet haben. Nun, aber mal nichts voreilig. Mehr noch als bei allen anderen Formen des Handwerks benötigt man für das Kochen vor allem ein solides Verständnis der Grundlagen. Du musst sie üben, bis sie so natürlich wie das Atmen für dich werden. Das bedeutet, je mehr ich übe, desto mehr kann ich essen, oder? Diese Art der Ausbildung gefällt mir. Gut, doch ich muss dich warnen. Zu Beginn wirst du deine eigenen Kreationen womöglich nicht so leicht runterkriegen. Lass uns nun Anna einen Besuch abstatten und uns ein wenig Birkensaft besorgen. Daraus Sirup zu machen, ist eines der einfachsten und leckersten Rezepte, an dem sich ein angehender Gummi versuchen kann. Außerdem können weder einfache Bürger noch Adlige in Ishgard einen Happen davon widerstehen. Wenn dein erster Versuch gelingt, solltest du etwas mit Haudelung teilen. Eltu hat bereits einen weiten Weg hinter sich und es scheint noch immer lang zu sein. Müht sich jeder Handwerker derart ab? Wie war das bei dir? Ah, das ermutigt mich. Ehrlich gesagt hatte ich Zweifel, ob sie aus dem richtigen Holz geschnitzt ist, aber nun scheint es mir, als befände sie sich in guter Gesellschaft. Das gilt natürlich auch für mich. Eltu hat mir mehr und mehr über ihre Artgenossen erzählt und ich habe mir stets genaue Notizen gemacht. Schon bald wird der Tag kommen, an dem ich mich an meine Chroniken setzen werde. Alles klar, Materie und was zu futtern. So, die Zufriedenheit ist gestiegen. Und gucken wir mal, wie es weitergeht. Haudidon, probier mal diesen Sirup, den ich gemacht habe. Ich wage zu behaupten, dass sein Geschmack göttlicher ist als alles, was du je gegessen hast oder jemals essen wirst. Der ist köstlich. Du hast echt Talent, Eltu. Das sehe ich genauso. Du kannst später mehr davon haben, aber fürs Erste sollten wir uns auf die bevorstehende Aufgabe konzentrieren. Halte dich also von dem Glas fern. Ich merke sofort, wenn du auch nur einen Finger hineingesteckt hast. Wo wir schon davon reden, habt ihr beide eine Idee, was wir bei dem geplanten Festmahl servieren könnten? Fast. Ich habe einen meiner Favoriten vorgeschlagen. Leberkäsesemmeln. Sie sind klein genug, dass selbst ein junger Drache wie Eltu sie problemlos essen kann. Und ein belegtes Brötchen ist so viel raffinierter als ein Butterbrot. Aber dann hat Eltu einen guten Einwand vorgebracht. Drachen sind keine starken Geschmäcker gewohnt. Da könnte Leberkäse einige abschrecken. Also haben wir uns schließlich für einen leicht gewürzten Fisch als Belag entschieden. Eines Tages werden die Drachen vielleicht auch den Geschmack von Leberkäse zu schätzen wissen. Doch fürs Erste bin ich zuversichtlich, dass wir ein belegtes Brötchen machen können, das in den wallenden Nebel für Aufruhr sorgt.
Ihr habt euch auf jeden Fall viele Gedanken dazu gemacht. Beeindruckend, Junge. Das gilt auch für dich, Eltu. Dann benötigen wir wohl nur noch die passenden Zutaten. Und hier kommst du ins Spiel, großer Held. Wir werden hier warten und weiter darüber nachdenken, wie wir dafür sorgen können, dass man sich noch lange an dieses Brötchen erinnern wird. Drachenbesänftigung 4. Ich habe deine Ankunft bereits erwartet, großer Held. Mein nächstes Projekt wird ein Gericht, das selbst den anspruchsvollsten Drachengummi nach einem Nachschlag verlangen lassen wird. Bitte hilf mir so gut du kannst. Gut, handverlesene Zutaten mit Wert 500. So, da haben wir sie. Kobayashi Maru. Okay. Ein Rubinsee. So, das ist irgendwo dort hinten unten. So, hier soll es sein. Ja, da sind sie auch. Gut, 500. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das könnte schon reichen. Jo. Und das auch. Gut, dann brauchen wir noch einen. So, hervorragend. Dann zurück nach Ishgard. So, L2, ich habe deine Ankunft bereits erwartet, großer Held. Mein nächstes Projekt, das haben wir gerade schon gelesen. Ja. So. Ups, jetzt habe ich es übersprungen. Gut, dann eben jetzt. Das ging wohl der ersten Person durch den Kopf, die all diese Zutaten nahm und sie in einen Topf warf. Was glaubt sie, würde dabei herauskommen? Hat sie überhaupt deinen Topf? Zumindest ist es höchst erfreulich, dass das Ergebnis so lecker ist. Vielleicht wird eines Tages auch eines von meinen Rezepten an die Nachwelt weitergegeben werden. Ja, ja, allein bei den Gedanken daran, was sie mit den Zutaten zaubern könnte, läuft mir das Wasser im Maul zusammen. Die anderen Drachen werden den weiten Weg nach Ishgard auf sich nehmen, nur um noch ein bisschen von dem zu kriegen, was ich für sie kochen werde. So. Erledigt. Da bist du ja. Ich bin ja äußerst dankbar für all deine Lieferungen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich schon bald selbst als wahre Handwerkerin bezeichnen kann, genau wie du und Avide. Aber natürlich verdienen auch Harilongs Bemühungen Anerkennung. Gut, und nächste Woche geht's dann weiter. Und dann dürften wir auch mit den ganzen Wunschlieferungen fertig sein. Hervorragend.
So, jetzt gucken wir mal. Ach ja, hier kann man keine Scheine eintauschen, oder? Nö. Ja gut, dann gehen wir mal kurz zurück nach Humor. Denn wir haben ganz viele weiße und gelbe Sammlerscheine. So. Gut, gucken wir erstmal den weißen Handwerkschein. Ausrüstung 1 brauchen wir nicht und Ausrüstung 2. Gut, das brauchen wir nicht. Das haben wir schon. Gut, gibt es denn sonst noch irgendwas, was wir kaufen könnten, was irgendwie nützlich wäre? Gerade irgendwie nicht. Gut, dann kaufe ich einfach mal jeweils eine Materie davon. Und von den gelben Sammlerscheinen. Besitzen wir den Regenmantel schon? Ich weiß es gar nicht. So, Notenrolle können wir auch mal besorgen. Den holen wir jetzt einfach auch, den Schokobomantel. Wir haben sie ja gerade. Kugel 50. Hier gibt es auch den Superkräutertrank. Da nehme ich was mit. So. Gut, dann gucken wir mal eben. Hope Forgotten. The Stone Remembers. Und Old Homes. Und ein Chocobo-Regenmantel. Gut, den gucken wir uns mal eben an. Da geben wir einfach mal kurz... mal nach draußen. So, Chocobo. Wo haben wir es denn? Da. Der Regenmantel. Ja, es ist einfach total schick. Ja. Chocobo mit Regenmantel. Ach ja, genau. Und weil es gerade, was mir gerade wieder einfällt. Unser Chocobo hat ein Level gemacht und wir können jetzt im Heiler-Talentbaum, sage ich jetzt einfach mal, Chocobo Resida lernen lassen. Du lässt dein Chocobo eine Heilung auf sich und die umstehenden Gruppenlieder ausführen. Yay! So, und da er jetzt mit dem Heiler komplett fertig ist... Sollte doch eigentlich... Genau. Wir haben jetzt den Weißmagier Rosshanisch bekommen. Und das ist der hier. Ja. Eigentlich ganz hübsch. Wie man sich denken kann, werden wir mit dem Verteidiger und dem Angreifer auch nochmal... zwei Rossharnische bekommen. Jetzt überlege ich gerade, was wir als erstes machen. Den Verteidiger oder den Angreifer? Ich glaube, wir machen mal den Angreifer, denn als Tank braucht man den so gut wie gar nicht. Du lässt deinen Chocobo eine physische Attacke ausführen. Attacke 130, Schaden über Zeit hat er dann auch noch. Ja, schön. Und als nächstes bekommt er einfach nur ein bisschen mehr Präzision. Gut, dann kann uns der Chocobo ja fröhlich weiterleveln. Gut, ansonsten gibt es gerade nichts mehr. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder irgendwo hier. Ja, gut, dann bis dann, Leute. Ciao. Wie viele Jahre habe ich gewartet? Den, der die Gnade des Lichts in sich trägt. Auf dich.